Nachdem am vergangenen Wochenende die gesamte Schalker Szene Opfer einer groß angelegten Polizeimaßnahme in Magdeburg wurde und über 5 Stunden in einem Kessel der Staatsmacht ausharren musste, folgte nun eine entsprechende Gegenreaktion. Wie die Königsblaue Hilfe mitteilte, initiierte man nun mit Anwälten eine Klage mit einer Strafanzeige gegen die Einsatzleitung der Polizei Magdeburg. Zitat Königsblaue Hilfe: Klage gegen Polizeieinsatz und Strafanzeigen gegen Einsatzleitung. Der Polizeieinsatz beim Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Schalke 04 sorgt weiterhin für Empörung. Über 550 Fußballfans wurden stundenlang in der prallen Sonne in einem Polizeikessel festgehalten, bis in den Intimbereich durchsucht und einer Personalienfeststellung unterzogen. Die Fans durften das Spiel nicht besuchen, eine Maßnahme, die aus Sicht der Königsblauen Hilfe völlig unverhältnismäßig und rechtswidrig war. Da wir ein solches Vorgehen der Polizei nicht akzeptieren wollen und können, haben Mitglieder der Königsblauen Hilfe vertreten durch Rechtsanwalt Thomas Wings in einem ersten Schritt Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Magdeburg wegen Freiheitsberaubung, Nötigung und Körperverletzung im Amt gegen die Einsatzleitung der Polizei erhoben. Weitere rechtliche Schritte werden folgen. So werden wir die gerichtliche Feststellung beantragen, dass der Einsatz rechtswidrig war, und prüfen lassen, ob betroffene Fans Anspruch auf Schadensersatz und Schmerzensgeld haben. Es ist für uns inakzeptabel, dass eine so vielfältige Gruppe von Schalke-Fans stundenlang ohne wassersanitäre Einrichtungen und ungeschützt der Sonne ausgesetzt festgehalten wurde. Wir werden weiterhin dafür kämpfen, dass solche Vorfälle nicht ohne Konsequenzen bleiben. Personen, die ebenfalls von der Maßnahme betroffen waren und sich im weiteren Verlauf der Klage anschließen wollen, rufen wir dazu auf, beim kommenden Heimspiel gegen den 1. FC Köln an unseren Infostand gegenüber dem Mitgliedseck auf dem Umlauf der Arena zu kommen. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.